zweite Map des heutigen Tages geht auf Villa. Erste EC Frankfurt gegen Blue Jays schauen wir uns immer noch an, falls das jemand da draußen vergessen hat in der Zeit, in der hier ganz kurz Pause war. Und ich bin mal wirklich gespannt, weil ich weiß, Frankfurt hat da Bock drauf und die können die Map ganz gut. Und ich kenne Blue Jays persönlich auf Villa jetzt nicht so gut tatsächlich. Also da bin ich mal gespannt, was die da dagegen halten. Aber wir reden mal einfach von Villa als Map generell auch immer unfassbar schön auf Villa zuzuschauen, wie ich finde. Also Villa hatten wir ja schon öfter, dass das ein, sowieso von uns beiden eine der Lieblingsmaps ist, weil wir die auch finden, sie ist gut designt. Ne? Ja, genau. Also man kann alle Spots theoretisch spielen, wenn man möchte. Der am wenigsten gepickte ist ja so ein bisschen der Library-Spot. Viele Leute entscheiden sich, Küche zu spielen, weil man das sehr gut halt vertikal von unten nach oben mit C4 spielen kann. Also eine Map, die sehr viel Diversität sowohl in der Offense als auch in der Defense ermöglicht. Und es kommt auch mal ein bisschen an auf die Bunts, aber auch eine Map, wo ich finde, dass man halt eben immer wieder auch mal unterschiedliche Bunts sieht. Ja, also nicht immer nur den Thatcher und den man halt und den Maverick, ja, sondern es gibt halt Operator-Bunts auf dieser Map oder ein bisschen andere Bunts, die gut funktionieren. Und deswegen gefällt mir die Map eigentlich tatsächlich sehr gut. Ich bin mal gespannt, was jetzt hier gebannt wird. Ich auch, denn auf der ersten Map gerade waren die Bands ja schon originell, um das mal so zu sagen. Wild. Und ich könnte mir vorstellen, wild, genau. Wilde Bands. Ich könnte mir vorstellen, dass auch hier eventuell nicht jeder Band so dieser Default-Band ist. Obwohl Thatcher da natürlich ein Paradebeispiel für den Default-Band ist, den man da rausnimmt. Ist aber auch natürlich verständlich. Und wieder die Iana gegen Faith wahrscheinlich, denn sie ist von Blue Jays gebannt. Damit nimmt man Faith zumindest in der Attack wieder raus. Thatcher ist kein schlechter Bann, nur weil wir sagen, das ist ein Default-Bann. Denn das hat ja seine Begründung, warum Thatcher so oft gebannt ist. Denn man kann Thatcher unglaublich viel einsetzen. Und dadurch wird es natürlich auch schwieriger. Auch Valkyrie, gerade auf Villa kannst du überall vertikal spielen mit sehr viel Intel. Valkyrie da rauszunehmen, ist ein sehr verständlicher und sehr guter Bann von Blue Jays. Melusi hier auch. Melusi hatten wir schon öfter. Hatten wir auch gerade in der letzten Runde, beziehungsweise auf der letzten Map. Es ist ein unglaublich unangenehmer Operator, beziehungsweise gegen das Gadget zu spielen und sie da rauszunehmen. Ich glaube, in der neuen Season wird sich das auch noch ein bisschen ändern, weil es ein bisschen einfacher, Gott sei Dank, weil es etwas einfacher wird, gegen das Gadget auch gegen zu spielen. Nichtsdestotrotz musst du es aber erstmal auslösen, also in die Range davon zu kommen. Also gefährlich bleibt dieses Gadget immer noch. Aber aktuell verstehe ich, diese vier Bands sind für mich absolut nachvollziehbar. Wir gehen in die erste Runde. Trophy Statuary, das kennt man, einer von den beiden Spots oben, wird aktuell immer als erstes gepickt. Auch Kitchen haben wir schon gesehen, dass er als erstes gepickt wird, aber meistens sind doch die oberen Spots etwas mehr von der Priorität gesetzt. Die Operator, die wir auf Seiten von Blue Jays haben, ist AC Barner Sledge Nomad für den Flank the Night und die Ash, ein absolut gutes Setup für diesen Spot, beziehungsweise um jeden Spot eigentlich auf Villa anzugreifen. Weil du eben diese Operator, du musst viel breachen oder zumindest versuchen, viel eigene Vision nochmal reinzubekommen und das schaffst du halt mit diesen Operatoren. Auf der Gegenseite von EC Frankfurt haben wir eine Aruni, einen Kaid, Jäger, der ja vorher nicht spielen durfte und auch die Aruni nicht, Mossi und Bamai, also diesmal sehr viel Utility Deny mit dabei in der Runde davor. Und ich bin gespannt, wie Blue Jays sich hier entscheiden wird, anzugreifen. Und wir hatten es ja schon öfter mal gesagt, Mili, wenn du dich noch dran erinnerst, gerade auf Villa, wenn man sich entscheidet, vorne über Study und so anzugreifen. Und wir haben einen Spieler hier in Master, der bis Landing hält und kein Spieler von den Attackern hier über Master geht, wird es unglaublich schwer. Ich bin gespannt, ob wir es vielleicht diesmal mal ein bisschen anders sehen. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben auf jeden Fall, wie wir jetzt schon genug gesehen haben, mit Trophy Statuary zu tun. Und ich finde, das ist ich habe immer, am Anfang, als ich angefangen habe zu casten, habe ich immer die Leute ganz gerne gefragt, wer hier wo lieber spielt. Und das ist tatsächlich irgendwie so ein 50-50-Ding. Also die einen spielen lieber hinten, die anderen lieber ins Trophy Statuary. Bei mir ist es so, dass ich Trophy Statuary nicht ganz so strong finde wie den anderen Spot. Einfach, ich mag diese ganze Astro-Geschichte nicht so gerne. Ne? Das ist irgendwie wenn das fällt, das ist mir zu anstrengend. Oh! Eiche, weiß, was da ist. Oh, wie gut. Schöner Headshot hier auf Schmidti. Das ist frech, weil eigentlich versucht man sich hier einen Vorteil zu erarbeiten, indem man einen echt frechen Engel nach unten nutzt. Aber Eiche passt hier auf und nimmt Schmidti raus. Aber die Aruni vom Feld, Laser Gates sitzen aber schon. Man versucht hier jetzt als Faith gegenzuspielen, auch ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und er verzieht sich jetzt tatsächlich auch. Truin bleibt aber liegen.
Das heißt, man geht davon aus, dass vielleicht man sieht, dass der Jäger wegrotiert und dass man da ein bisschen unvorsichtig dann reingeht. Truven bleibt da liegen und überrascht dann eventuell jemanden. Aber er ist auch ein Operator, der wichtig ist, um unten zu spielen, eben weil er das C4 theoretisch noch dabei hat. Sledge schon auf den Astros, der ist unterwegs. Das ist das, was ich meine. Super schnell Stress in Astro aufzubauen über die Astro Stairs und auch über das Window in Astro ist halt einfach möglich. Also in Astro zu spielen ist auch schwer. Man kann das sehr vertikal von unten sehr gut anspielen. Wenn du da halt Kontrolle hast und die hat der Sledge, bist du immer eine Gefahr, irgendwie da die Treppe hochzulaufen und irgendwie dich zu überraschen. Da muss man natürlich jetzt als Frankfurt aufpassen, weil das ist schon viel Kontrolle, die Blue Jays hier tatsächlich haben bisher. Und auch schnell. Ne, sie haben die Kontrolle schnell gemacht. Mit dem Support von Iron, der da auch noch am Astro-Window hing, das war schon sehr gut. So hat man auch Karma relativ schnell aus Astro da rausgedrückt. Also Blue Jays fängt hier direkt in der ersten Runde mit einem sehr, sehr hohen und sehr guten Tempo an. Auf der Gegenseite hat ECF jetzt unten auch aufgegeben und hat sich nach oben auf den Spot begeben, um dort ein bisschen zu supporten. Aber Jacko ist da wach und kann sich Faith direkt rausnehmen. Der wollte unten ein bisschen dagegen spielen, hat es aber nicht geschafft. Iron hier mit dem nächsten Kill an Karma, der ist damit auch raus. Man kann den Plant jetzt ansetzen. Der Plant ist auch schon fast zur Hälfte durch, aber schön. Medium kann den Plant denyen. Hat zwar nur noch wenig Life auf der Brust, kriegt sogar noch den Triple Kill hier. Alter Falter! Und man kriegt ihn da nicht raus. Da hätte auf jeden Fall Jacko noch ein bisschen supporten sollen über die Rotation, damit Medium da nicht mehr sich so bewegen kann. Und jetzt wird es wieder schwierig für Blue Jays. Blue Jays hat sich so gut auf den Spot aufgebaut und Medium war einfach der Faktor da vorne, da hinten in Hunting, der das so ein bisschen denied hat. Aber er hat halt, wie gesagt, nicht mehr viel Life auf der Brust. Wenn er da noch einen Schuss, und zwar in den C, wie man es gerade versucht hat von Iron, durchbekommt, dann segnet er auch das Zeitliche. Jakko ist damit auch schon auf dem Spot, hat sich den Diffuser geschnappt und möchte da wahrscheinlich gleich auf Plant gehen. Refrag aber hier auch an Medium, damit ist es eine 1 gegen 1 Situation. Truin gegen Iron. Truin wird sich jetzt wahrscheinlich verpieseln, damit er da nicht direkt gefragt wird, weil er weiß, die Zeit zum Planten reicht nicht aus, er wird auf Frag gehen und das tut man auch. Und ja, ein bisschen mehr oder weniger wieder so ein bisschen gelackrettet von ECF hat man sich die erste Runde geholt, denn der Aufbau von Blue Jays, der war gut, nur es gab nur einen Punkt. Absoluter Patzer war das. Also der Aufbau war insane, ja. Aber der Plant-Spot war ein richtiger Patzer. Und Medium war ein entscheidender Faktor. Ja. Man hatte Kills, also man hatte ja Kontrolle über Astro. Du musst halt, wenn man den Plant-Spot in Solid, nennt man das ja oft, wählt, weil man halt eben nicht von unten zifiert werden kann, deswegen plantet man da ja auch mal so gerne. Wenn man da plantet, dann muss Trophy komplett irgendwie gecuttet sein, weil wenn jemand in Trophy steht, dann kann er dich da einfach wegschießen. Und wir haben gesehen, dass Medium das gemacht hat. Stark, dass jemand im Astro, ne? Ja, es war jemand in Astro. Also entweder ist der Plant-Spot der Patzer, weil man Trophy nicht geklärt hat, oder der Spieler in Astro, den muss man jetzt ein bisschen auf die Finger klopfen, weil der hat einen fatalen Fehler gemacht, weil der hätte zumindest entweder auf den Plant noch pushen müssen, oder man hätte halt über die Red Stairs noch irgendwie pushen können, dass man in 90 jemanden hat, der dann die andere Seite hält, aber so wie man es aufgebaut hat, hätte man das von Astro halt machen müssen. Ja. Und man hätte auch Kontrolle gehabt, halt den Plant-Spot anders zu wählen. Also es sind zwei Dinge, die man hätte anders machen können. Also es ist ein kleiner Fehler, entweder den Plant-Spot halt falsch zu wählen oder den Cover nicht da zu haben. Aber es wird so massiv bestraft vom ersten EC Frankfurt, beziehungsweise von Medium, der hier mit einem 4K, glaube ich, rausgegangen ist aus der Runde. Ich glaube auch. Also definitiv der Held der Runde. Und das ist so confident gewesen die ganze Zeit von Blue Jays, dass sie vielleicht ein bisschen zu overconfident im Execute waren, glaube ich. Ja, leider, muss man sagen. Also es war so, wie gesagt, ich fand einen sehr schönen Aufbau. Man hat sich sehr schön Area geholt und nur dieser eine Fehler. Ich glaube auch, wir werden den Spot ja sowieso nochmal sehen. Ich glaube auch, dass in der nächsten Runde Blue Jays da vom Timing her auch besser sein wird. Und wenn sie sich vorher so gut an den Spot ranarbeiten, dass sie dann die Runde wahrscheinlich auch reagieren werden. Aber bis dahin ist es erstmal noch ein weiter Weg. Jetzt haben wir erstmal unten den Kitchen-Spot, den du vorhin schon angesprochen hast. Einer der beliebtesten Spiele kann man sowieso fast jeden Spot hier auf dieser Map. Klar ist eigentlich auch, beziehungsweise automatisch, dass man, oder default, um es mal so zu sagen, dass man sich erst die Top-Floor-Kontrolle holt, oben gegen aufbaut. Und es tut Blue Jays hier auch mit dem nötigen Intel, der hier von Iron schon gegeben wird, dass Entropy eben sowohl ein Alibi Holo steht, als wie auch ein Schild und die Alibi selbst auch da drinnen steht, mit zwei Holos da drinnen. Nubli hat da schon ordentlich Text genommen, ich weiß gar nicht, wo Nubli da aktuell gerade steht. Aber auch Schmidti hat schon gut Damage gefressen. Und dieser Intel hier, der ist natürlich wichtig, wenn Karma da mal wichtigen Infall gibt, dann gibt es auch schon einen C4-Kill, der C4 oder das C4 von Faith, das hat da wenig Schaden angerichtet. Auch Jacko hat da jetzt schon ordentlich Text einstecken müssen. Anderthalb Minuten sind rum, anderthalb Minuten haben wir noch auf der Uhr. Ja, und die wichtige Area hat man bis jetzt noch nicht geschafft.
Ja, man hat jetzt True Rain zumindest zur Rotation gezwungen. Das heißt, da oben ist ein Spieler weniger unterwegs und ermöglicht jetzt Blue Jays tatsächlich das Ganze vertikal anzuspielen. 1-4 haben wir gesehen, ist schon raus. Man macht das ganz gerne mal so, dass man sogar gar niemanden oben spielen hat und nur mit C4s von unten verteidigt im Prinzip. Das ist deutlich schwieriger, weil wir hier einen Valkyrie-Bun haben. Das heißt, man hat nicht so viele Möglichkeiten, eben Camps zu werfen, die einen dabei unterstützen könnten. Wir sehen jetzt auch hier, Jakko spielt das Ganze sehr schön vertikal an. Eine Minute noch zu spielen, also das ist eigentlich ganz gut. Aber dieses Preplace C4, das könnte in einem Snatch eventuell gefährlich werden, aber er hat es glücklicherweise wegrotiert. Also C4 ist hier auf jeden Fall ein ganz großer Standpunkt. Und dann ist vielleicht ein Alibi-Pick nicht ganz so effizient. Ein Puls wäre vielleicht besser gewesen, um halt möglichst viele Informationen zu sammeln. Jakko, starker Kill hier an Faith, wäre das vertikale Spiel gut genutzt. Es ist wichtig, dass sie jetzt hier Kills holen. Du kannst nicht mit 5-5, oder du kannst schon mit 5-5 executen, das ist aber deutlich schwieriger. Schmiddy jetzt mit dem Kill auf die Kartoffel, damit sind es 4-4 und nur noch 36 Sekunden zu spielen. Also die Entscheidung, von welcher Seite man das Ganze jetzt hier angreift, die sollte bei Blue Jays jetzt so langsam fallen. Aber sie sind wahrscheinlich ein kleines bisschen ratlos, weil was ist der Counter für vertikales Spiel? Ganz einfach, sich nicht unter die Löcher stellen, schön verstecken. Und das tut der erste ECF hier sehr gut. Sind im Pantry unterwegs, sind draußen in Red unterwegs. Und das verhindert halt, dass man hier Frags ziehen kann. Schmiddy onside kriegt Iron, damit der Diffuser gedroppt. Das callt ja auch. Schöner Flick auf Jakko. Oh. Injured den dritten. Stark gespielt von ihm. Der dreht sich hier einmal im Kreis und alles, was er sieht, fällt um. Kann Nubli nicht mehr rausnehmen. Der fragt dann tatsächlich endlich mal Schmiddy. Ja, da hat den Diffuser zwar, aber kaum noch Zeit und so viele Engel gegen sich. Das würde er nicht holen. Super starke Runde vom ersten EC Frankfurt. Mechanisch unfassbar gut gespielt von Schmiddy. Absolut, ja. Und was mir aber eigentlich gefallen hat, auch hier wieder der Aufbau von Blue Jays. Blue Jays baut, wie man es eben so kennt, was der normale Standard sein sollte, man baut sich oben gegen auf, man beißt sich da ein bisschen die Zähne erst aus gegen die beiden Spieler in Trophy hinten und Astro, aber man kriegt die Area irgendwann. Man spielt dann sehr viel vertikal an, was davon bin ich sowieso immer ein Fan, aber ich finde, man verpasst, damit haben ganz viele Teams so ein bisschen ein Problem, man verpasst so diesen Punkt, wann es Zeit wird aufzuhören, vertikal anzuspielen und nur noch die Enge zu halten, um den Plant quasi zu fokussieren. Denn man hatte sich ja schon Laundry gebreached und auch daran aufgebaut und man hat aber nicht Richtung Memorial abgeaimt. Vorher war Nubli selber noch der über den Balcony oben Memorial abgeaimt hat. Aber der musste sich nachher irgendwann verziehen und ist ja selber mit runter auf gegen den Spot gekommen und der Sledge war halt an einer ganz anderen Position. Und als man dann auf den Spot wollte, hat Schmiddy da einfach hinter seinem Bombspot alles umgedrückt, was ging, weil man eben diese Position nicht mehr abgedeckt hat. Das Vertikalspiel also nicht mehr ausgenutzt hat. Und so konnte ECF quasi lange Zeit unten auf dem Spot nicht wirklich stehen. Aber dann, wo es wichtig war, hatte man die Freiheit gehabt, dagegen zu spielen. Ja, ich würde einfach mal sagen, Blue Jays hat hier bis so zum Midgame alle Karten immer gut in der Hand und ja, setzt sich im Prinzip gut durch und dominiert, aber dann verliert sich so ein bisschen der rote Faden bis zum Endgame und bis zum Plant. Und wenn sie das im Laufe des Matches noch umkriegen können, sie haben noch 4 Attacker-Runden, wenn sie das abstellen können, dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass sie hier noch eine Runde holen. Aber letztendlich, mein lieber Milli, haben wir schon ganz oft gesagt, du kannst hier 4-0 in Führung gehen, das bedeutet gar nichts, wenn am Ende die letzten beiden Attacker-Runden trotzdem an die Attacker gehen und dann haben sie trotzdem ihre beiden wichtigen Runden geholt. Freches Preplace C4 hier von Karma. Ich glaube, das liegt dann tatsächlich am Ende des Tages irgendwie in 90. Preplace C4, ich persönlich bin kein großer Fan davon, aber sie funktionieren sehr gut. Und gerade hier ist es also so ein Ding, da unten muss nicht zwingend jemand durch. Ja, also theoretisch kann man hier sogar auch sehr gut roamen, weil man halt diesen Teil der Map nicht unbedingt zwingend braucht. Man geht gerne unten in die Küche mal rein und so, aber dieser Library-Teil, der ist dann doch für die Zeit nicht ganz so relevant für die Attacker. Also das ist ein Preplace C4, das man auch spielen kann tatsächlich. Viel Präsenz vom ersten EC Frankfurt. Erstmal auf der Master Trophy Statuary Seite hinten. Man hat da rotiert aber jetzt gut zurück. Man hat schon eine Minute gekauft. Ne? Also Blue Jays muss etwas vorsichtiger hier rangehen an die Seite. Auch gerade sehen wir hier das Mira-Fenster und Wände aufgebaut. Also man hat viel Utility benutzt als erster EC Frankfurt, um Blue Jays hier zu bremsen. Und das hat auch gut funktioniert. Eine Minute rum. Nubli, hallo. Linke Maustaste drücken, wenn da jemand vorbeiläuft. Den habe aber tatsächlich ich auch trotz Umrissen gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Also vielleicht muss man ihn da ein bisschen in Schutz nehmen. Man guckt ja auch gerne mal woanders hin. Ne? Also nicht unbedingt nur aufs Crosshair, natürlich, sondern auch natürlich. Mal gerne, ne? Wie viel Zeit hat man noch und wer macht was und so. Wenn sie auf LAN wären, dann würde ich jetzt sagen, vielleicht hat er gerade sein Teammate angeguckt, was der macht. Aber trotzdem, den Frag, den man tatsächlich hätte ziehen sollen, aber stattdessen verliert man hier 50 HP. Und das ist jetzt hier das Preplace C4 von Karma. Das funktioniert sehr gut. Nimmt einen Operator raus.
Jacko, der eventuell noch Nades dabei hat, also auch einen Operator, den man fürs vertikale Spiel jetzt auf dem Spot nicht so wichtig ist, aber natürlich starke Waffe, starker Spieler und auch eine Menge Utility. Also da kann man definitiv mit arbeiten als Frankfurt. Gute Opening. 2 Minuten sind rum und hier ist noch nicht so viel passiert für Blue Jays tatsächlich. Man hat Kontrolle über Red, aber das war's dann auch. Ja, das Schwierige ist hier auch der Kaid, weil die Kaid, klar, die sitzt nicht in Vault drin, sondern in Gaming hier drin, auf der Vault. Das heißt, man kriegt sie auch durch den Drohnenschutz nicht kaputt, man wird Vault nicht breachen können. Man kann nur vorne breachen und vorne sind eben die Mira-Windows. Das heißt, für Blue Jays ist der Aufbau auf diesem Spot hier wirklich unglaublich schwierig, weil man hat nicht viel Angriffsfläche. Und auch hier sieht man sehr schön, Karma kann hier das Gadget auch so, noch so ein bisschen denyen. Aber selbst der Bleach von Ace, der würde halt auch gar nicht so viel bringen, weil du müsstest durch den Bottleneck durch. Und der Bottleneck gestaltet sich da sehr, sehr schwierig. Und das ist eben das, die Zeit läuft irgendwann davon, du musst versuchen, auf den Spot zu kommen. Und da steht der EC Frankfurt dann einfach zu gut und kann dich hier einfach aus jedem Winkel umschießen. Wahnsinn. Und da kannst du nichts gegen machen. Du kriegst keinen Breach auf, du musst durch den Bottleneck gehen und wenn alle Bottlenecks, also Flaschenhälse, die vorgegebenen Wege, die die Map hergibt und die Defender dir hergeben, wenn du dort durch musst, und um auf den Spot zu kommen und die Defender das halten, und das hat der ECF gerade sehr gut gemacht, hast du da eigentlich gar keine Chance, wirklich gegen anzuspielen, außer wenn man eventuell noch mit einer IQ von unten vielleicht gegen die KI gespielt hätte. Das hatte man aber, glaube ich, so gar nicht auf dem Schirm. Es wäre vielleicht jetzt Zeit, eine IQ zu picken, gerade wenn man sieht, dass jetzt der KI nochmal gepickt wurde. Tut man aber nicht, man verzichtet aktuell zumindest drauf. Und das war, ja, da kann Blue Jays eigentlich gar nicht so viel machen, weil sie halt die Möglichkeit auch dazu gar nicht so, auch die Möglichkeiten nicht mehr so viel hatten, sich da noch irgendwas aufzubauen. Und stark gespielt von ECF, 3-0 Führung. Aber wie gesagt, bedeutet noch gar nichts. 2 Runden kann man sich auch immer noch als letzten beiden Runden holen. Ich möchte kurz noch was hervorheben. Einfach, weil es mir aufgefallen ist und ich weiß, nicht weiß, ob es jedem aufgefallen ist. Und ich finde, es fand super, super smart. Faith ist, nachdem das T4 von Karma hochgegangen ist, runterrotiert. Wir haben das einmal auf Cam gehabt. Und zwar, um ein C4 auf dem Default Plant Spot zu preplacen. Das heißt, man hat hier erkannt, dass die eigene Strategie aufgeht, dass man eigentlich als Plant-Spot hauptsächlich, also wahrscheinlich nur da planten kann. Und dann rennt der 3-Speed-Operator nach unten, preplaced das C4. Und als dann Karma versucht hatte, die Selmas wegzuschießen, die Ash auf Default rotiert ist, hat er das gecallt. Das war dann tatsächlich der C4-Kill. Und dann noch gutes Crossfire. Also das ist ein, also Faith und sein Team natürlich auch, mit der Art und Weise, wie sie das Ganze spielen, haben hier sehr schön hervorgesehen, die Zukunft geschaut und gewusst, okay, das wird so laufen, und dann ist man echt nochmal runtergerannt und hat Preplace C4 dahin geworfen. Also das wollte ich einfach nur nochmal erwähnen, dass das jeder tatsächlich auf dem Schirm hat, wie smart das dann gelöst war am Ende. Das war wirklich gut gespielt. Und das ist genau das Gameplay, was wir vom 1. EC Frankfurt auch in den letzten Wochen vermehrt gesehen haben, was für sie auch einfach gut funktioniert hier in der Fire League. Das muss man wirklich sagen. Sie sind recht erfolgreich, sehr erfolgreich eigentlich in den letzten Wochen. Und das ist genau wegen so einem Gameplay. Richtig. Aber wir haben, wie gesagt, vorhin schon den Spot gesehen und wir haben gesagt, der Spot wird nochmal wiederkommen. Und Blue Jays hatte eigentlich eine sehr gute Position, nur eben, man hatte Medium nicht auf dem Schirm. Und wenn sie das jetzt nochmal genauso ausspielen wie vorhin, wäre es hier auf jeden Fall möglich, sich hier die erste Runde für sich zu holen. Was ich auch gut finde, sie haben hier immer wieder auf dem Schirm auch diese vertikalen Löcher. Das kennen sie wahrscheinlich selber aus ihrer eigenen Defense. Diese werden genutzt von unten, um Walk-In zum Beispiel C4 nach oben zu werfen, um dort den Spieler, der einen Walk-In, den Entry suchen möchte, reinzusetzen. Auch hier die beiden Mira-Windows von Faith finde ich sehr interessant, denn man spielt ja oben und es ist eigentlich gang und gäbe, dass man versucht, unten gegen anzuspielen, gegen den Kaid oder gegen Bandit, Mute, whatever. Aber aktuell kommt da keiner. Faith sitzt da, wartet und sagt sich so, Jungs, bei mir ist hier gar nichts los aktuell. Ich habe hier 2 Mira-Windows, aber da passiert nichts, weil Nubli sich da schon True Rain auf den Assos, der es rausnimmt, aber Nubli hat so viel Damage gefressen, dass Karma da instant den Refract machen kann. Und wir haben Schmidti, der jetzt ganz unten im Weinkeller ist, sich da nochmal eine Weinprobe rausnimmt. In der Zeit hat man sich wieder Astro geholt auf Seiten von Jacko. Und Iron legt direkt nach mit Medium und Medium war vorhin der ausschlaggebende Punkt. Faith aber hier mit einem sehr schönen C4-Kill an Kartoffel und wir haben noch 1 Minute zu spielen und der Plant kommt diesmal von Jacko und ich glaube er bricht ihn nochmal ab, aber läuft da durch das Aruni-Gadget, nimmt nochmal ein bisschen HP mit, möchte nochmal auf einen anderen Spawn planten. Und diese Runde war von Blue Jays viel, viel besser ausgespielt, weil man das Positioning besser auf dem Schirm hatte und weil man wieder über Astro keine große Gegenwehr hatte. Nubli hat sich den ersten Flag genommen, so konnte man die Astros erst hoch, konnte den Spieler oben in Astro selber in die Rotation dodgen, aber eben nicht durchlaufen lassen, weil man ihn vorher gekillt hat auf Seiten von Karma. Man hat dann den Entry auf den Spot gefunden, wollte erst planten, hat ihn angefegt, ist dann nochmal rumgelaufen, weil man, glaube ich, ein bisschen Angst vorm C4 hatte. Ja. Ist doch berechtigt.
oder vor der Weinflasche, die unten noch geholt wurde, das weiß ich nicht so genau. Ja, und hat diesmal die Runde besser am Ende ausgespielt, als wie in der ersten, allerersten Runde, die sie vorhin gespielt haben. Und das ist die erste wichtige Attacker-Runde für Blue Jays. Ja, und es ist auch das, was hier der erste ECF vorhatte, ist nicht optimal aufgegangen. Sie haben es gut gespielt, aber es ist nicht optimal aufgegangen. Nubli hat, also erstmal fällt da unten True Wayne, das ist natürlich unlucky, das ist nochmal ein potenzielles C4. Also sie wollten unten heavy verteidigen. Du lässt quasi Astro so ein bisschen, also Karma spielt in der Rotation, aber du hast nicht so viel Utility in Astro, weil du versuchst natürlich da von unten was zu machen. Also True Wayne hätte zum Beispiel im Badezimmer ein C4 werfen können, wenn er nicht so viel Stress gehabt hätte durch Nubli. Also das hat nicht ganz so gut funktioniert, dass sie die Utility unten, also die C4s, zumindest am Anfang nutzen konnten, um den Push auf Astro zu verhindern. Also zumindest sah es für mich so aus, als wäre das der Plan. Karma hat aber sehr schön auch vertikal von oben auch nach unten gespielt. Also die Synergien, die funktionieren ja sehr gut, aber du musst halt, du darfst dann den C4 nicht verlieren da unten dafür. Ne? Also die hat auch schon ihre Schwachstellen, diese Strat. Ist aber interessant zu sehen. Ich glaube, du wurdest übrigens gehört. Ich wurde gehört? Ja. Denn du hast vorhin gesagt, auf dem Kitchen-Spot ein Puls wäre vielleicht sogar die bessere Alternative. Ja. Und wir sehen den Puls. Ja. Zwar nicht für die Alibi, aber wir sehen den Puls. Und das, finde ich, ist ein guter Pick. Vielleicht haben sie mit der Alibi irgendwas. Also, ich möchte ja auch niemandem reinreden. Ne? Aber wir haben auf der, also, die C4s sind auf der Kitchen-Defense unfassbar wichtig. Weil du weißt, oh, hier wird hundertprozentig vertikal angespielt. Oh, das ist was Schnelles. Man ist schon onside tatsächlich. Jakko onside kriegt den ersten, nimmt Faith raus, weil man hier gar nicht auf dem Schirm hat, dass man gepusht wird. Der Plant wurde zumindest ein bisschen angesetzt. Schönes und wichtiges Ding von Medium, der den Plant so, der den Push so ein bisschen rausbringt. Kartoffeln nimmt Medium gerade nochmal raus. True Wayne mit einem Frack auf Jakko. Also man kann auch hier zurück onside rotieren. Das macht man hier gerade sehr gut. Man hat drei Attacker jetzt rausgenommen. True Wayne mit einem starken Frack dann noch auf Kartoffeln. Und damit ist es eine 2-2-Situation. Push erstmal denied, aber natürlich unfassbar viel Chaos jetzt auch in der Strategie vom ersten EC Frankfurt. Man steht hier gar nicht mehr an den Positionen, an denen man eigentlich stehen möchte. Schöner Read hier, wie ich finde, von Blue Jays. Ja. Die gesehen haben, okay, man kann hier die, das ist ja diese quasi gegenüber von der Pantry, die Stairs hochrotieren, mit einem Sledge sich einfach durchsledgen, weil der nicht reinforced ist. Und man auch rechnet, keine Rotation übrigens war. Genau, und man rechnet in einem Competitive Game nicht unbedingt immer mit so einem schnellen Rush. Und man denkt, das spielt jeder hier jetzt ganz entspannt irgendwie seine Strategie runter. Das passiert auch häufig, aber hin und wieder kann so ein Rush auch mal gut sein, um das Ganze wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen frischen Wind in die Sache zu bringen. Und das hat hier auch bisher eigentlich relativ gut funktioniert. Man hat halt leider einen Gunfight zu viel verloren, den man, wenn man gewonnen hätte, jetzt in der 3-2-Situation wäre, aber 2-2 ist auch nicht schlecht und man hat ja noch unfassbar viel Zeit, um mit der Situation jetzt als Blue Jays irgendwie noch was anzufangen. Schwierig wird es nur, weil der Diffuser halt auf dem Spot liegt. Ne? Also die Intention, die sie hatten, war sehr gut, auch sehr gut gereadet, sehr gut gedroht. Aber Truin mit dem Blind da durch die Wall nimmt sich der Eiche raus und damit ist jetzt nur noch der gute Iron alleine gegen zwei Full-Life-Operator Karma und Truin. Und das wird jetzt für ihn unglaublich schwer. Er muss versuchen, er hat noch genug Zeit, er muss versuchen, einen möglichst irgendwo rauszunehmen. Und dann ist diese 1-1-Situation, die er dann noch übrig hat, eigentlich gar nicht mehr so schwierig spielbar. Und das ist jetzt die wichtige Situation. True Wayne und er machen jetzt einen kleinen Mexican Standoff, warten jetzt, okay, einer von uns wird pieken und dann kommt. Und jetzt könnte eigentlich Karma schon so ein bisschen supporten, weil einen Refrag kann man jetzt ansonsten nicht ziehen. Wenn True Wayne da jetzt stirbt, gibt es keinen Winkel, um ihn direkt zu refraggen, sondern nur noch, um ihn aufzuhalten. Aber mehr nicht, aber es kostet natürlich unglaublich viel Zeit. Beide sneaken da aneinander vorbei, aber Iron guckt da jetzt ein bisschen in eine falsche Richtung. Oh, und kriegt da sogar fast den Kill. Aber auch Truin kann da nochmal ein bisschen Damage mindestens durchtacken. Und die Zeit tickt und tickt und tickt. Und das ist, ja, das ist schwierig für Iron. Und ich glaube, da dachte Truin, da ist er schon tot. Da ging aber die Text nicht durch. Und Truin muss ja auch ordentlich Text machen. Und Karma kommt jetzt zum Support, weil er sich denkt, wenn du stirbst, bin ich immer noch da. Aber Truin regelt das selber. Und das ist die vierte Runde für Frankfurt. Und ehrlich gesagt, finde ich das ein bisschen schade, weil ich hätte eigentlich gehofft, dass es für Blue Jays belohnt wird, diesen guten Read, den sie da gemacht haben. Ich wollte gerade sagen, also es wär definitiv verdient gewesen, weil der Read war wirklich gut. Sie haben die Rotation vergessen. Sie haben vergessen, überhaupt die Softball da vorne bei China überhaupt zu reinforcen. Blue Jays hat das gesehen, wollte schnell auf den Spot. Also natürlich wurde das auch von Frankfurt gut dagegen gehalten. Gar keine Frage, sonst wäre es ja nicht so ausgelaufen. Aber Blue Jays hat es bis dahin, generell auch Villa, finde ich, in den Attacks, macht Blue Jays es bis zu einem gewissen Zeitpunkt wirklich sehr, sehr gut auf den Spot zu gehen, ob es jetzt schnell ist oder eben langsam. Aber irgendwann verliert sich so ein bisschen so der rote Faden und dann entsteht so ein bisschen, wie du auch sagtest, so ein bisschen das Chaos. Und das tut ihn aktuell nicht gut. Das, was in der ersten Map noch beim ECF das Problem war, was ihn nicht gut getan hat, so ein bisschen dieses Chaos, der rote Faden weg, das tut Blue Jays gerade nicht gut.
Aber das ist jetzt die letzte Attack-Runde und wenn sie die holen, sind sie trotzdem in ihrem normalen Roll-Swap drin. Alles gut und dann haben sie die Defense. Schön finde ich, dass man... Frankfurt ist hier ein bisschen ist hier vorbereitet. Ne? Also das ist jetzt eine ganz andere Strat wie eben. Man spielt nicht mehr mit den Mira-Windows, die man eben auf der Side hatte, die ganz gut funktioniert haben am Ende noch. Also man konnte damit noch was machen, aber was ist nicht passiert? Blue Jays sind nicht heavy über Study gekommen. Ja? Das heißt, dann sagt man sich, okay, wir nehmen lieber einen anderen Operator mit, der vielleicht ein bisschen, der noch andere Utility am Start hat, die wir noch auch brauchen können. Aber diese Mira-Spiegel Richtung Study sind natürlich vorwiegend einmal auch da so aufgebaut, sich gegenseitig vor Hibana und Selmas zu schützen natürlich. Also wenn man merkt, okay, die kommen halt nicht über Study gerade oder letzte Runde nicht, dann können wir ja auch unsere andere Strategie mal verwenden. Und auch hier zum Beispiel die Vamai-Disc und so weiter, die catchen ja auch alle nochmal einen Selma. Also man hat jetzt schon noch Utility benutzt, um Study irgendwie sicher zu haben, aber man nicht mehr so heavy mit Mira-Fenstern einen extra einen Operator gepickt, um das zu machen, sondern man nutzt hier die Utility von vielen Operatoren in beide Richtungen so ein bisschen. Was denke ich, ein ganz guter Call ist so. Was würdest du denn sagen? Ich meine, auf der ersten Runde, auf dem Spot, war das ja sehr souverän, weil man keine Möglichkeit hatte, irgendwo zu breachen und durch die Bottlenecks durchkommen. Würdest du sagen, never change a running system, war ja gut? Oder würdest du sagen, na, das haben sie jetzt auf dem Schirm, spielen dagegen und wir sollten unsere Strategie ändern? Schwierig, ich weiß. Also, ja, nee, also ich finde persönlich, dass man schon hin und wieder einfach, also dass man sollte niemals dem gegnerischen Team die Möglichkeit geben, sich anzupassen. Selbst bei einer verlorenen Runde ist es ja sogar so, dass du als Team natürlich was mitnimmst. Aber auch wenn du eine Runde verlierst, ist es so, dass du die Strategie irgendwie ein bisschen lernst. Und da sollte man schon ein bisschen, ja, vielseitige Strategien zeigen. Das ist frech, dass True Vane das überlebt hier, ehrlich. Ich finde es übrigens sehr schön, dass nicht nur der ECF mit Frag-Granaten gut umgehen kann, sondern auch Jaco auf Seiten von Blue Jays mit Frag-Granaten sehr gut umgehen kann und da den Opening macht. Er wurde zwar dafür bestraft, aber er ist damit tot. Und hier, oh, Medium, ja, Karma hat sich also wenn Medium den Kill da jetzt bekommen hätte, dann wäre ich richtig sauer gewesen, weil den hätte er nicht verdient gehabt. Er hatte keine Trigger-Disziplin. Ja, der Angreifer wollte gerade rappeln. Wenn er im Rappeln da was versucht hätte, dann wäre es ja okay gewesen. Klar, dann ist auch noch eine C4 und, eine Claimer und auch eine Nomad-Charge immer die Gefahr, dass man da irgendwie trotzdem dann Gunfight verliert, aber da war die Trigger-Disziplin nicht ganz so da und damit hat er sich verraten und wenn er den, auf dem Peak noch den Kill bekommen hätte, das ist ein so schönes Brett von Iron auf den Yellow-Ping. Das, diese die Yellow-Pings, die sind so stark. Er hat auch Truing gerade noch mal kurz gehittet. Was an? Hoffentlich. Suven, der arbeitet da unten aber auch, also der leistet da unten ganze Arbeit. Der kriegt den Opening-Frag auf sein eigenes Konto, hat nur noch 5 HP. Und seitdem jetzt noch jemand geinjured, wurde gefragt von Kartoffel. Also gut für Blue Jays, dass er nicht da den Kill noch bekommt auf den Geinjurten. Weil man hat hier schon echt ordentlich Leute verloren. Es sind noch 3 Sekunden zu spielen, 2-3 Situationen. Iron und Eiche zählen für mich jetzt nicht mehr als ganze Operator. Karma nutzt hier, schönes Loch, um Iron da rauszunehmen. Also quasi das Loch, was sich der Angriff selber gemacht hat, zu nutzen, um den eben ein bisschen auszubremsen. Finde ich wahnsinnig stark. Und jetzt sind es nur noch 15 Sekunden, 2-2 Situationen. Karma ist wach, kriegt den ersten Headshot auf Eiche, kriegt vielleicht sogar den zweiten, Kartoffel vorher noch Schmidi rausgezogen. Also da wurde es nochmal eng mit dem 1-1. Aber schönes Ding hier von Karma, der wach ist und 2 Frags rausziehen. Damit 5-1, Rollswap. Ja, das ist dann doch schon noch ein etwas deutlicherer Rollswap. Man hat sehr viel Zeit verloren und auch sehr viel Anstrengung und, gebraucht, um unten die Spieler rauszubekommen. Und das hat letztendlich so viel Zeit gebraucht, dass du dich gar nicht mehr richtig auf den Spot hinarbeiten konntest. Man hat es auch gerade gesehen, gebleached wurde wieder so gut wie gar nichts. Du hattest auch keine Kontrolle über den Horror etc. Du musstest, ich glaube, noch bei 30 Sekunden überhaupt erstmal Intel darüber bekommen, wo auf dem Spot jemand ist. Und Karma holt sich dann einfach ganz frech durch das Attacker-Hole da den Ausgleichsfrag sogar noch für die Operator. Und dann ist es für Blue Jays unglaublich schwierig, da noch hinzukommen. Und das Problem ist, zwar sind sie jetzt in der Defense und haben eigentlich die vermeintlich bessere Position, aber dieser Spielraum für Fehler ist eben nicht mehr so groß, wie wir es vorhin schon gesagt haben. Und sie können zwar noch Fehler machen, aber längst nicht mehr so viel wie bei einer beruhigenden 4-2-Führung. Und sie müssen jetzt alles daran setzen, dass jede Defense so gut durchgeht, dass sie hier theoretisch auch 7-5 immer noch gewinnen können oder eben in eine Overtime gehen. Ich glaube, Iron ist sich hier nicht ganz sicher, wie die Strat mit der Mira nochmal war. Er hat hier gerade versucht, die linke Wand zu reinforcen. Ja. Ist dann aber nochmal gewarnt worden, dass dann wahrscheinlich ein Teamkill kommt.
wenn man nicht die richtige Seite da reinforced. Mira Mains sind da ja schwierig. Ne? Also ja. Muss man schon sagen, die falsche Wand zu reinforcen, das kann schon mal den gesamten Tag von der Mira versauen. Aber ist ja Gott sei Dank noch gut gegangen. Also man hat hier das Mira-Fenster quasi rechts an der Wand. Damit verhindert man, kann man quasi den Breach Richtung Aviator so ein bisschen denyen, weil man das halt einfach alles wegschießen kann. Aber das ist ja sowieso nicht so der Hauptbreach. Also man sieht hier häufiger, dass eher Richtung Gaming gebreached wird, damit man da hinter der Bar da schön blenden kann, die so schön viel Cover bietet. Aber trotzdem natürlich ein Mira-Fenster, was man spielen kann. Das verhindert ja trotzdem aber auch immer noch, dass man da einfach reinrennt. Aber das zweite Mira-Fenster, muss ich sagen, finde ich ein bisschen schwierig, weil sollte dort vorne irgendwo gebreached sein, kannst du da nicht mehr hinterstehen und dann hältst du auch eigentlich gar nicht mehr so viel. Und dadurch, dass da so viel Soft ist, auch beim anderen Mira-Window, da kann man ja trotzdem durchschießen. Da steht zwar einer hinter, aber wenn du einen guten Engel hast, kannst du ja trotzdem erstmal durch die Softball schießen und auch Utility durchwerfen. Und das zweite Mira-Window finde ich zumindest ein bisschen schwierig. Aber die Teams denken sich ja bei sowas immer irgendwas sie werden ihren Plan da schon haben, das durchzusetzen. Schmidti hat auch einen Plan und auch zwei Pings auf seiner Seite, um dort unten einen Spieler rauszunehmen. Kriegt aber keinen Tag durch. Beide Spieler nicht. Kein Damage wurde gedealt. Eine Minute ist rum. Man hat auf jeden Fall auf dem Schirm, dass da von umgegen gespielt wird. Medium kocht da schon die Granate für sich ab, um Mira da zumindest injured zu machen. Ist noch nicht ganz frack, aber jetzt ist sie tot. Unser POV gerade war so schön. Aus der Drohne. Wir sehen den Yellow Ping von der Drohne. Da kommt Maverick mit der Granate in der Hand um die Ecke gelaufen. Und dann noch schöner Injur und auch dann den Frack gezogen. Schmidti mit dem nächsten nimmt Iron raus und damit nach anderthalb Minuten 3-5 Situation hier für den ersten EC Frankfurt, die ja vermeintlich mit der Offense ja gerade so ein bisschen im Nachteil sind, aber zumindest operatorentechnisch hier im Vorteil sind und die das wirklich gut machen. Wir sehen hier ganz viele starke Fracks eben durch Granaten von unten. Das ist nicht das erste Mal. Auf der ersten Map haben sie das auch schon vermehrt gemacht. Also die wissen auf jeden Fall, wie sie Agility hier einsetzen müssen, um nach vorne zu kommen. Das funktioniert sehr gut. Nachdem Schmidti jetzt gepickt wurde, ist es jetzt nämlich eine 2-5 Situation. In der Zwischenzeit ist Eiche, glaube ich, gefallen, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Also der Maestro. Camps sind natürlich auch, wenn Maestro tot ist, immer noch usable, auch wenn Gameplay After Death ja zum Glück noch nicht im Spiel ist und vielleicht auch gar nicht erst kommen wird. Aber Das ist gemein mit dem C4. Aber du kannst natürlich trotzdem immer noch durchgucken. Ne? Also alle toten Spieler können jetzt hier in die Camps rein. Also die sind immer noch jede Menge wert. Und natürlich aber trotzdem die Alder, eine Sache, die möchtest du Late Round am liebsten haben. Guter Runout hier von Jakko. Schmidti rausgenommen, der vorher schon mal geinjured war. Also nicht viel HP verloren, der erste EC Frankfurt, aber einen wichtigen Spieler. Faith ist wach, verhindert einmal, dass von unten hier ein C4 geworfen werden kann. Und nimmt direkt den nächsten raus. Also eine starke Runde hier von Faith. Lubli am Ende fällt hier noch und das ist die erste Attacker-Runde, die tatsächlich also direkt auch mal auf das Konto vom ersten EC Frankfurt geht. Und ich muss sagen, das ist so ein bisschen gespiegelt von der Map davor. Der erste EC Frankfurt kommt hier gut rein, kriegt die Frags. Und wie es in dem Match, also auf der Map davor auch schon war, wer zuerst die Frag bekommt und so ein bisschen confidenter ist, der setzt sich am Ende auch durch. Blue Jays hat eigentlich eine gute Defense gemacht, aber durch die Cooked Nate von unten, um den Opening Frag zu setzen, was sie ja selber eigentlich auch genauso tun, war das schon ein guter Impact, um genau die Mira hinter ihren beiden Miras hinter ihren Windows zu denyen. Und das ist dann, da muss jemand wieder die Position einnehmen, weil sonst sind diese Gadget useless, das heißt, da muss jemand hinterspielen. Oder man nässt es halt, aber dann hätte man, sagen wir mal so, ECF hat die Mira-Stretch schon sehr früh dadurch denied, dass man entweder einen anderen Operator dahin baitet oder eben diese Mira-Windows fallen lässt. Und dann musste Blue Jays sich sehr viel rotieren. Man hatte gute Frags auf der Seite von ECF und konnte dann auf den Spot anspielen und sogar flexibel. Zwei Leute haben sind auf den Platt gegangen und zwei Leute haben sich sogar noch unten um den Flag von Mozzie gekümmert. Jakko, der unten war, der zwischenzeitlich rausgegangen ist und noch Schmidti, glaube ich, am 90s-Window weggeholt hat. Also auch eine starke Runde hier von ECF. So souverän wie Blue Jays auf der ersten Map gespielt hat, so souverän spielt der ECF jetzt auf ihrer Map. Ja, und also ich muss ganz ehrlich sagen, ich sag mal, das vertikale Anspielen auf der Side von unten ist eine Key-Strategie, also ein Key-Punkt in der Offense. Ja? Also du musst unten anspielen, um zum Beispiel Mira-Fenster zu verhindern und so. Und du musst aber auch quasi deine Utility gut nutzen können, um das halt erfolgreich zu machen. Und das macht Frankfurt hier in den letzten Runden immer sehr, sehr gut. Ja, also auch in der Offense auf der letzten Map haben sie das sehr, sehr gut gemacht. Also die Offense von Frankfurt finde ich gerade schon echt stark. Bin gespannt, wie es jetzt in der nächsten Runde weitergeht. Man ist ja quasi auf derselben Side unterwegs hier als Blue Jays. Also scheinbar hat man
den Schlüssel gefunden, den man braucht, um das Schloss zu knacken, wie man hier die Runde gewinnen kann. Also man hat investiert auf Mainstairs, das sehen wir jetzt gerade. Wir haben einen Cupgun, der unten rumläuft. Also wir sehen generell ein bisschen mehr. Also Eiche ist unten unterwegs, aber ich glaube, der rotiert gerade wieder die Redstairs hoch. Also das fällt hier unten wieder relativ schnell. Wir sehen, hier ist auch Medium schon wieder mit der Granate in der Hand unterwegs. Also man hat jetzt quasi nach einer Minute wieder Frankfurt unten. Man hat klar Cupgun-Traps. Also noch ist, glaube ich, kein Frankfurter eine Cupgun-Trap gelaufen, aber die Cupgun-Traps sind natürlich immer noch unten. Aber das hindert niemanden daran, hier ganz schön Damage zu machen. Faith nimmt die Kartoffel raus, da ist auch jemand injured durch eine Granate. Jakob kann dann hier Medium rausziehen, das ist ein wichtiger Kill. Also man muss hier definitiv mal Leute rausholen. Das ist frech, dass man hier die Utility des Goyos dazu nutzt, um tatsächlich den dann eben zu finishen. Also man arbeitet hier schon mit... Und ich glaube, Nubli hat man da nicht auf dem Schirm. Jetzt zeigt er sich und jetzt weiß man aber natürlich auch auf der Seite von ECF, dass Nubli da unten war. Turain hat ihn aber nicht abfangen können, weil er da ein bisschen noch zu lang war. Aber was hätte Nubli da gerade für einen Impact gehabt, wenn da am, unten am Art-Window nicht noch jemand gestanden hätte? Ich glaube, das wäre ein wichtiger Flank gewesen, aber so muss Nubli sich leider wieder zurück auf den Spot verziehen. Ja, und konnte da doch nicht so einen Impact haben. Aber ist auch ganz gut so, weil es ist noch eine Minute ungefähr zu spielen. Das heißt, der ECF wird sich jetzt auf den Spot aufbauen und man braucht jetzt aktuell auch gute Manpower, auch einen Spot, um den ECF daran zu hindern. Noch ist hier nichts vorbei. Es ist zwar der Matchpoint, aber Blue Jays hat eigentlich immer ein gutes Positioning, um das zu halten. Aber man darf jetzt nicht zu viel dagegen pieken. Man muss warten, bis die Attacker kommen. Die müssen kommen. Nicht ihr müsst rauskommen. Geduldig, Padawan. Zugänge haben sie sich definitiv schon geschafft. Also Jakko ist hier witzigerweise auch wieder der KI in derselben Position, der natürlich da sehr gefährlich ist. Man muss jetzt hier einmal um die Ecke onside rotieren. Man hat zwei Winkel gegen sich und die werden beide gehalten. Einmal von Eiche und einmal von Jakko, der einen guten C4-Frack hier auf Faith rausnimmt. Also weiß, okay, die stehen davor, nimmt den nächsten raus. Karma fällt damit auch. Also man weiß genau, wo die Leute stehen. Dann kann man nochmal ein C4 werfen. Das nächste C4 von Eiche an Schmidti. Und damit ist Trubane ganz alleine und fällt jetzt auch gegen Eiche. Also immer C4 und danach der Follow-up-Kill. Gut gespielt von Blue Jays. Starke Runde. Ja. Also wirklich diese Unterzahlsituation noch so strong auszuspielen, ist wirklich gut gemacht. Ja, das hätte ich mir schon ein bisschen früher, ehrlich gesagt, gewünscht. Das ist, wie gesagt, also ich finde, Charlie spiegelt so ein bisschen die erste Map nur umgedreht wieder. Das Blue Jays auf der ersten Map war sehr dominant. Irgendwann ist ECF dann zurückgekommen mit einer guten Leistung, die aber am Ende nicht belohnt wurde. Und auch hier, wenn ich jetzt sehe, wie gut Blue Jays das eigentlich umsetzen kann, vor allem das Frag-Reflag-Verhalten oder wie du sagtest mit dem Follow-up, das ist eigentlich ganz gut, aber das kommt, ich hoffe nicht, dass es für sie jetzt schon zu spät kommt, weil 2-6, ECF hat es vorhin auch geschafft, aber es war verschwendete Mühe, weil letztendlich hat Blue Jays sich auch durchsetzen können, weil man eben vorher zu viele Runden abgegeben hat. Und genau das Gleiche könnte jetzt hier auch passieren. Blue Jays kann natürlich noch rankommen, aber man muss jede Runde konzentriert bleiben. Und wenn man sieht, wie gut sie das ausspielen können, ist es auf jeden Fall machbar, nur schwierig bei dem Stand von 6-2, weil es darf dir einfach kein Fehler mehr aufkommen. Und natürlich ist der ECF auch ein bisschen dafür bekannt, dass er gerne wirft, aber so viele Runden am Stück zu werfen, vor allen Dingen auf der Map von Villa, und es ist ja auch schon ein bisschen länger, dass sie es gemacht haben, ist eher unwahrscheinlich. Ich glaube, das werden die noch nicht mehr los, ne? Also diesen Ruf, dass sie da werfen und so, das werden sie, glaube ich, nicht mehr los, auch wenn sie dieses Verhalten ja seit längerer Zeit nicht mehr so an den Tag legen, möchte ich fast sagen. Also sie werfen nicht mehr so extrem, wie das mal war. Ne? Also, aber ich meine, so einen Ruf, den erarbeitest du dir und dann hast du den auch, also ne, dann musst du den wahrscheinlich auch eine Zeit lang damit leben, dass du dir das ein oder andere Mal was anhören musst. Ne? Also jedes Mal, wenn das jetzt wieder passiert, dann werfen sie mal wieder. Ja, obwohl sie es vielleicht seit einem, weiß ich nicht, halben Jahr nicht mehr gemacht haben. Also das ist jetzt übertrieben dargestellt. Aber das ist natürlich, das ist halt das Team immer, ist schade, aber sie haben es sich, wie gesagt, erarbeitet. Das ist wie so ein Timer, der runterläuft. Der tickt ganz, ganz langsam und man freut sich. Oh, guck mal, Alter, wie lange wir schon nicht mal geworfen haben. Und irgendwann kommt eine Runde, die du völlig wirfst und der Timer ist zurückgesetzt und du bist wieder das Weitwurf-Team schlechthin. Obwohl es gar nicht mehr stimmt, aber das ist leider so. Aber nichtsdestotrotz, das ist natürlich auch alles so ein bisschen Meme-Geste. Ja, klar. Wenn sie das immer noch wären, Freunde da draußen, dann würden sie hier gar nicht unter den besten vier stehen. Denn sie haben sich sehr gesteigert und haben eigentlich nicht mehr diesen Ruf verdient, aber genauso wie Blue Jays. Blue Jays spielt ja hier auch nicht umsonst. Und man sieht es eigentlich auch, was Blue Jays hier machen kann. Und es wird auf jeden Fall spannend, wenn Blue Jays hier nochmal zurückkommt und ECF ins untere Bracket muss, oder wenn ECF sich jetzt hier doch noch durchsetzen kann und wir dann in die nächste Map gehen. Aber erstmal bleiben wir auf der Map hier. Ja, sehr, sehr gerne. Wir sind hier in Dining unterwegs gerade. Wir sehen Sophia in Dining. Also der erste EC Frankfurt auch hier wieder unten unterwegs. Man sieht auch die andere Strategie. Also im Vergleich zu Frankfurt
hat Blue Jays weniger investiert unten. Ja, deswegen hat man hier auch die Möglichkeit reinzugehen. Vielleicht hätte man das machen sollen, weil man ja eigentlich die Erfahrung jetzt aus den letzten Runden hat, oder aus der letzten Runde zumindest, dass Frankfurt gerne vertikal anspielt von unten nach oben. Und das ist auf dieser Map, kann man das sehr gut machen. Der komplette Fußboden besteht im Prinzip aus Holz. Also man ist unten unterwegs, um hier die KI-Charges wegzunehmen, aber KI spielt das relativ smart, also der trickt so ein kleines bisschen, versucht natürlich so lange wie möglich den Breach zu verhindern, weil wenn der erstmal auf ist, dann hat man quasi von draußen über die Balcony-Fenster von Master hier die Möglichkeit, die komplette Side abzuaimen. Also gerade auch mit einem Ace kann man da ja unfassbar viel Line of Sights aufmachen und sich einen Plant ermöglichen. Man rennt ja nicht mit dem Diffuser meistens durch die Wand selber durch, sondern man geht halt eben über die Tür oder versucht halt eben entweder die Tür solid zu planten oder an der Bombe. Faith kann hier keinen Shot rausziehen. Also langsam wird es auch mal wichtig, dass man als Frankfurt mal den einen oder anderen sich zumindest ein Opening irgendwie erkauft, damit man irgendwo einen Zugriffspunkt hat. Und sie haben sich gerade Astro so ein bisschen dafür rausgesucht. Schade, manch einer würde sagen, es ist Timing, Medium, kriegt hier Kartoffel, viele Frags fallen hier gerade. Frankfurt verliert viele Spieler und ist jetzt auch ein bisschen, also 2-2-Situation, aber zeitlich sind sie hier definitiv gerade in einer schlechten Position. Karma kann jetzt hier Nubli rausziehen und Faith in der Zwischenzeit rotiert und nimmt Jakko raus. Und damit geht diese Map an den ersten EC Frankfurt. Und ich hab's dir gesagt, das wird ein 3-Mapper. Ich wusste es. Ja. Und das, wie gesagt, die nächste Map wird jetzt auch gleich nochmal ein ganz anderes Brett, weil es ist eben Chalet. Und natürlich haben wir ja gesagt, der ECF hat auf Chalet bisher schon eigentlich ganz gut gespielt. Aber Chalet ist eine Map, die ist noch gar nicht lange draußen. Und was Blue Jays dann noch in der Hinterhand hat und wie gut sie sich die VODs eben von diesen neuen Maps angeguckt hat, das kann hier nochmal genauso ein deutliches Ergebnis werden. Die erste Map, Millie, die war eigentlich relativ close, um das mal so zu sagen, weil ECF da noch ein gutes Comeback gemacht hat. Aber eigentlich hat Blue Jays souverän auf Coastline auf ihrer Map gespielt, hat ECF, finde ich, ein bisschen zu nah rankommen lassen. Sie hätten es früher closen können, denn sie waren das bessere Team auf Coastline. Auf Villa, das hatten wir aber vorher auch schon so ein bisschen in unserem Gefühl gehabt, Villa hat sich der ECF auch durchgesetzt und das relativ deutlich, weil wir eben um die Stärke von diesem Team auf dieser Map kommen. Jetzt kommen wir auf Villa und da heißt es, wir können natürlich viel reden über Sweats etc., aber für beide Teams gilt es natürlich auch, wir wollen ja weiterkommen. Und auch das kann das eine oder andere Team nochmal beflügeln oder eben unter Druck setzen, dass die Leistung eben komplett abfällt. Also Chalet wird gleich nochmal eine ganz, ganz andere Hausnummer und ich bin gespannt, was beide Teams uns gleich auf Chalet zeigen werden. Aber erstmal war das gerade eine sehr gute Partie. Und wir sehen auch Chalet gerade nach einem riesigen Event. Ne? Also wir hatten gerade die Six Invitationals und die Teams werden natürlich auch beeinflusst durch das, was da passiert ist und wo werden, also wenn nicht auf dem Six Invitationals die besten Strats der Teams aufgefahren werden, dann weiß ich nicht wo. Ja? Also ich glaube, das ist auch nochmal eine Sache, die natürlich auch Teams beeinflusst. Also Strategien quasi zu sehen auf dem Invitational und dann quasi einfach zu adaptieren und das in die eigene Stratbook mit aufnehmen, das ist ja auch nochmal eine interessante Geschichte.